Und willkommen zurück im Tiny House. Boah. Es verspricht heute ein ziemlich regnerischer Tag zu werden. Es ist mittlerweile März, also höchste Zeit mal für einen Frühjahrsputz. Und es gibt ja ein paar Sachen zu erzählen, also habe ich mir gedacht, verbinden wir doch das beide und machen hier ein bisschen einen gemütlichen Tiny House Tag wie in guten alten Zeiten. Los geht's mit einem herzhaften Frühstück und einer Aufgabenliste. Im letzten Jahr nach der OP bin ich die Tage eher planlos angegangen und habe mich sehr treiben lassen. Das tat mir eine Zeit lang auch ziemlich gut, ich bin aber inzwischen im Arbeitsalltag wieder zu meiner alten oder neuen Struktur zurückgekehrt. Am Morgen kurz aufschreiben, was ich den Tag über machen will, auch die angenehmen Dinge, und am Ende des Tages die fertige Liste ansehen und zufrieden schlafen gehen. Wenn ich nicht gerade unterwegs bin, funktioniert es für mich so einfach am besten. Ach ja, falls ihr heute schon auf meine Hände geachtet habt und ihr euch Sorgen macht, nein, ich bin nicht in einem Ehekrieg. Ich habe einfach nur meinen Ehering und meine Ohrringe bei meinem Mann vergessen. Also alles gut, Perz. Apropos gut. Wie ihr aus dem letzten Video von 2022 vielleicht noch wisst, habe ich ja für dieses Jahr nach einem sozialen Engagement gesucht. Etwas, was mich rausbringt, mit Leuten zusammenbringt und mir vielleicht sogar noch was beibringt. Ich kann jetzt mit Freuden berichten, dass ich etwas gefunden habe, und zwar sogar in der Familie. Im April geht's wahrscheinlich los, dann kann ich euch vielleicht auch ein bisschen mehr dazu erzählen. Ich freue mich jedenfalls schon sehr darauf und bin froh, dass ich das Thema nach längerem Überlegen nun so richtig angegangen bin. Ansonsten hat dieses Jahr bisher auch alle Veränderungen mit sich gebracht, die ich erwartet habe. Seit Dezember habe ich meine Social-Media-Apps vom Handy gelöscht, um nur noch am PC und also zu festeren Zeiten dort unterwegs zu sein. Mit wenigen Ausnahmen gelingt das sehr gut. Das ist auch der Grund, warum ich seltener Stories auf Instagram poste. Ich denke, die meisten von uns können ein bisschen weniger gut vertragen. Ich lese dafür weiterhin viel und bin, wie erwartet, ruhiger. Ich muss hier eigentlich auch dringend mal wieder schleifen und ölen, aber das Wetter hat noch nicht gemerkt, dass es Frühling ist. Und weil es noch so kalt ist und ich also die Fenster nicht offen stehen lassen kann, mache ich das jetzt im Moment noch nicht, denn sonst werde ich hier wahrscheinlich währenddessen ersticken. Weiter geht's mit Aufräumen. Das ständige Pendeln zwischen Tiny House und der Wohnung meines Mannes macht das Aus- und Einräumen von Taschen zum Alltag, mit manchmal unerwarteten Funden. Dass ich in der Wohnung jetzt einen Schreibtisch habe, ist ein großer Fortschritt. Endlich ein eigener Bereich für die Arbeit und ein paar Stunden Assassin's Creed Valhalla, was ich aktuell mit viel Begeisterung spiele. Mein Schreibtisch hier ist selbstverständlich weiterhin die Zentrale und auch knapp ein Jahr nach dem Umbau bin ich sehr zufrieden mit der tollen Tischplatte und der neuen Monitorhalterung. Alles ist freundlich und aufgeräumt. Naja, bis auf wenige Ausnahmen. Heute packe ich schon fürs Wochenende. Neben der Wäsche kommen auch meine Studienunterlagen mit. In den nächsten Wochen will ich wieder eine Hausarbeit schreiben und damit meinem Abschluss wieder einen Schritt näher kommen. Es bleibt noch viel zu tun, aber ich habe ja Zeit. Als Berufstätige zu studieren nimmt im Vergleich zum Studium nach der Schule viel Druck raus, auch finanziellen. Ohne mein Stipendium hätte ich das damals jedenfalls nicht geschafft. Ich merke noch ein bisschen die Erschöpfung. Einige von euch wissen das vielleicht. Ich arbeite ab und zu in einem der größten Opernhäuser Deutschlands als Requisitenassistentin oder bühnentechnische Assistentin, wie man das auch immer bezeichnen will. Und aktuell bin ich da gerade wieder in einer größeren Produktion. Das heißt, ich bin mehrere Wochen am Stück dort und deswegen sind auch einige von den Videos jetzt ein bisschen vorproduziert. Also quasi kommen ein paar Wochen später raus, als sie eigentlich gefilmt wurden. Damit ihr in der Zwischenzeit was zu gucken habt, unter anderem auch dieses hier. Diese Woche war jetzt schon 2 Tage Einsatz und ich merke einfach, dass diese andere Art der Arbeit, also 10 Stunden, manchmal auch nur 8 Stunden, wirklich die ganze Zeit stehen oder irgendwas basteln, handwerklich machen, dass das komplett anders ist als das, was ich normalerweise mache. Ich denke immer, ich habe eigentlich einen Beruf, in dem ich nicht die ganze Zeit sitzen muss, weil ich ja eben auch viel mit der Kamera unterwegs bin, aber man merkt schon einen Unterschied.
Ich blende euch hier mal ein, was ich in der letzten Zeit da so unter anderem gemacht habe. Ich kann natürlich nicht alles zeigen, aber ich arbeite viel mit Holz, mit Werkzeugen, mit unterschiedlichen kleinen Requisiten, die wir umbauen, neu bauen, an geänderte Bedürfnisse anpassen. Und das macht viel Spaß. Vor allem ist es auch wieder was ich mit anderen Leuten zusammen mache. Das tut mir gerade sehr gut nach der langen Zeit. Aber man merkt, dass es steckt einem dann schon in den Knochen, wenn man es ansonsten nicht gewohnt ist, 8 Stunden am Stück wirklich zu stehen. Deshalb lasse ich es heute auch insgesamt noch ein bisschen ruhiger angehen. Ich muss hier die nächsten Wochen auch noch durchhalten. Man darf sich dann nicht zu sehr verausgaben. Ich habe aber jetzt auch schon einiges geschafft von meinem Frühjahrsputztag. Und vielleicht kann ich heute tatsächlich noch ein paar andere Dinge erledigen, abgesehen von Putzen. Unter anderem die Steuer für Februar. Selbstständige kennen es. Jeden Monat sitzt man da und man denkt, es ist in einer Stunde erledigt. Und am Ende braucht man doch einen halben Tag. Von hier aus hat man übrigens auch einen guten Blick auf den aktuellen Stand beim Wohnmobil. Motor ist wieder drin, Kühlergrill wieder drauf. Die Motorhaube müssen wir vielleicht austauschen, weil die sehr verrostet ist. Und an den Türen müssen wir auch noch einiges machen. Und wenn es dann mal wieder warm genug ist, dann können wir da hinten im Innenraum auch entsprechend weitermachen. Ich weiß, ich hatte gedacht, vielleicht schaffe ich es bis Ende 2022, es fertig zu kriegen. Aber ich denke, es wird an diesem Zeitpunkt jetzt niemanden mehr überraschen, dass das nicht geklappt hat. Sonne. Es gibt nichts Schöneres, als wenn man im Frühling, es regnet sogar gleichzeitig weiter, als wenn man im Frühling zum ersten Mal hier drin wieder so richtig die Sonne sieht. Letztes Jahr hat es so bis Februar gedauert, bis ich das erste Mal hier irgendwo wieder einen Sonnenstrahl im Haus hatte. Aber es ist immer wieder ein richtig schönes Gefühl. Ich habe mich mit dem Winter über die Jahre wirklich gut angefreundet, glaube ich. Vor allem jetzt, seit ich im Tiny House wohne. Aber es geht nichts über das Gefühl, es wird wieder wärmer, man kann wieder mehr draußen sein und man kriegt wieder Sonne ab. Es ist früher Nachmittag, Zeit für E-Mails und Hello. Das wöchentliche Telefonat mit Vicky. Wir sind seit ihrem Besuch bei mir letztes Jahr gut befreundet und unterhalten uns heute über die mentalen Entwicklungen der letzten Wochen und YouTuber-Themen. Je einsamer der Job, umso wichtiger ist es, Freundschaften zu pflegen. Zeit zu kochen. Ach, das Kochen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie erleichtert ich bin, dass mir das jetzt so viel Spaß macht. Heute gibt es ein Gemüsecurry mit Jasminreis. Der gerettete Brokkoli ist nicht mehr ganz so hübsch, aber viel zu schade für die Tonne. Auftritt Nessas wachsende Kochkünste. Ich bringe mir aktuell viele Techniken aus der professionellen Küche bei und merke den Unterschied. Seit ich nach der OP nun auch von meinen diffusen Bauchschmerzen befreit bin, genieße ich das Experimentieren in der Küche sehr. Es gibt so viel, was man noch lernen kann. Nicht nur in der Küche natürlich. Gestern habe ich zum Beispiel aus Spaß einfach mal Arabisch auf Duolingo angefangen. Egal wie weit ich damit komme, etwas mitnehmen kann ich daraus auf jeden Fall. Zu Brokkoli, Karotten, Kichererbsen und Knoblauch kommen Currypaste und Kokosmilch. Als Garnitur folgen Mandelblättchen und gehackter Koriander. Für mich ein Gedicht. Ich bin wirklich froh, dass ich letztes Jahr die Liebe zum Kochen so richtig entdeckt habe. Man könnte vielleicht meinen, ich mache das jetzt nur für dieses Video, dass das hier so schön aussieht. Aber das mache ich tatsächlich immer, wenn ich koche. Naja, fast immer. Das Anrichten auf dem Teller ist für mich einfach eine Wertschätzung für das, was ich hier gemacht habe. Meistens schmeckt es auch so gut, wie es aussieht. Nicht immer. Ich bin ja auch noch am Lernen. Es wurde zwar in unserer Familie immer selber viel gekocht, aber ich glaube, man muss für sich auch so ein bisschen rausfinden, was einem am meisten schmeckt und was der eigene Stil ist. Ich habe mehr und mehr das Asiatische für mich entdeckt. Ich habe schon probiert. Es ist sehr lecker. So, fertig gegessen. Sehr lecker. Und jetzt geht es weiter am Videoschnitt. Das ist so ein bisschen Videoception jetzt hier. Ich schneide schon das Video, das ich jetzt gerade noch filme. Aber so ist das in meinem Alltag eigentlich meistens. Ich bin schon in der Videoproduktion an mehreren Schritten oft gleichzeitig dran und
schaue dann immer, dass ich das innerhalb von meistens ein paar Tagen auch in einem Stück mache, damit ich noch drin bin im Thema. Und meistens habe ich auch die besten Ideen für den Schnitt, während ich es filme. Deswegen versuche ich das immer alles in einem Stück zu machen. Und das Video kommt dann erst in 3 Wochen raus. Das heißt, wenn ihr es jetzt seht, habe ich es vor 3 Wochen gedreht. Ich schaue mir jetzt erstmal an, was für Musik ich benutzen möchte. Und dann gehe ich in mein Schnittprogramm. Das ist DaVinci Resolve für alle, die sich mit dem Thema ein bisschen mehr auskennen. Und dann reicht es wahrscheinlich auch für heute. Es ist jetzt 4:30 und ich versuche heute auch nicht so lange zu machen, weil ich merke, dass ich einfach noch ein bisschen erschöpft bin. So viel geregnet, wie es eigentlich sollte, hatte es jetzt gar nicht. Aber das macht nichts, denn das heißt, ich kann vielleicht noch ein bisschen frische Luft schnappen. Mal gucken. Musik ist für mich mehr als nur Hintergrundbegleitung. Ich habe früher meine Romane zu Film-Soundtracks von Hans Zimmer und Howard Shore geschrieben und auf meinem neuen Kanal ist die Musikauswahl oft die treibende Kraft hinter den einzelnen Geschichten. Den Kanal findet ihr hier oben. Inzwischen ist das 3. Video erschienen, schaut also gerne rein. Während des Videoschnitts komme ich oft in einen Flow-Zustand. Ich bin sehr fokussiert und alles fließt schön ineinander. Dennoch, zwischendurch sollte Zeit fürs Aufstehen sein, damit mein Rücken nicht leidet. Auch mit täglichem Yoga habe ich meine Probleme mit dem Nacken, wenn ich lange sitze. Die schiefe Wirbelsäule ist und bleibt eben schief. Es ist Abend geworden. Normalerweise wäre jetzt Yoga und ein Spaziergang und außerdem ein bisschen Assassin's Creed dran. Aber ich bin heute zu müde, also geht's ins renovierte Wohnzimmer mit meiner 2. Portion Curry. Ein erfolgreicher Tag, ich freue mich auf die nächsten Wochen an der Oper und auf ein Wiedersehen mit euch in 2 Wochen am Sonntag um 11 Uhr. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald!